Jo Leute, was geht ab? Okay, hier am Start und wir sind wieder unterwegs mit der kleinen Mila, die irgendwo da hinten ist. Da gammelt die. Wow, Mila, komm. Feindliche Hunde, da muss erstmal Territorium markiert werden. Ja Leute, was geht ab? Wir haben einen wunderschönen, was haben wir denn heute? Samstag, glaube ich, ne? Wir haben Samstag. Das bedeutet natürlich, Samstag gibt es immer Stream, kommt gleich online irgendwann, wenn das Video hochgeladen wird. Aber darum geht es heute nicht, denn es geht heute um den ARK-Server. Ich habe das jetzt gestern im Stream angekündigt gehabt. Es sind immer mehr Leute vom ARK-Server gegangen. Der Grund ist einfach, wir haben einen PvP-Server, ja? Leute werden weggefickt. Verlassen den PvP-Server. Finde ich schade, aber manche haben einfach die Moral, wenn sie alles verlieren, nicht neu anfangen zu wollen. Ja? Die leben gemütlich so. Wir sind ja so, ihr wisst, damals Olympus Praetorian-Zeiten, jeden Tag wurden wir weggefickt. Jeden Tag. War uns egal, wir kamen immer wieder. Und irgendwann haben wir ja die weggefickt. Irgendwann haben wir die weggefickt, ne? Oder wir wurden weiterhin weggefickt. Was auch immer. Oder doch, nein, eigentlich haben wir uns Verbündeten die dann weggefickt, so, ne? Wir haben immer eine Möglichkeit gefunden, weiterzuspielen. Wir haben niemals aufgegeben. Da solltet ihr auch nicht niemals aufgeben. Aber nun ist mal so, weil Halle, die aktuelle Map, meine Lieblingsmap, leider ist zu groß für, ich weiß nicht, was sind da, 30, 20 Spieler noch auf dem Server. Deswegen, wir werden einmal wipen. Wir werden ein paar Regeländerungen vornehmen. Unter anderem, dass man zum Beispiel, nachdem man geradet hat, eine Raid-Pause von 5 Tagen hat, vor dem einen Tribe. Das kommt jetzt von Anfang an mit rein. Dadurch hoffen wir, dass so eine Scheiße weg ist, dass die Leute ein bisschen mehr Motivation haben. Ich hoffe, dass diesmal auch mehr Leute mitspielen. Letztes Mal waren es ja, glaube ich, am ersten Tag 70 Leute. Jetzt überlegt man nur noch 20 Leute. Ich glaube, nur noch 4 Tribes, die immer wieder angefangen haben und einzelne Spieler. Einzelne Spieler, Leute, tut euch zusammen. ARK ist ein Spiel, müsst ihr mit vielen zocken. Ja, Map wird The Island sein, Standard-Map. Regelwerk nach wie vor. Dasselbe, bestes Regelwerk ever. Heißt also keine Geschütze auf Quetz, dies, das, bla bla, das Übliche. Keine automatischen Geschütze, keine Pflanzen auf dem Quetz, ne, natürlich. Sonst alles dasselbe. Ich muss mal gucken, wo ich hinlaufe. Leute, weil hier, keine Ahnung, Alter, da ist so ein Waldweg. Hier sind die übelsten Krater. Und Mila ist da. Mila! Digga, da geht die ab. War nebenbei, war ich glaube letzte Woche an meinem Geburtstag. Ey, komm mit. Mila! Alter, ich muss der Mucke das Machtwort sprechen, weil ich gucke manchmal oben, manchmal unten in die Linse. Ich gucke jetzt in die Linse. Pass auf, Mela war letzte Woche, war in Dortmund, glaube ich, so ein Hundeausstellungsturnier, so der beste Europameister der jeder Klasse, ne? Und Mela ist halt, das ist das schwarze russische Tätier. Sie wurde Vizekönigin, Alter. Vize-Europameister. Ich zeige euch gleich mal die Pokale, die abgestaubt hat bisher, Alter. Holy Mamoli! Kann man sich schon was trauen? Jetzt geht die elegant, zeigt mir das Arschloch. Alles klar. Weißt du? So wird man bestraft. Ja, du bist nett zu anderen. Und bam, kommt die Keule von der Seite. Mann. Okay. Leute, ihr seid up to date. Ich werde versuchen, heute Abend oder heute Morgen noch ein kleines Video, ein bisschen genauer, auch aus der ARK-Sicht, das heißt also, ich werde dabei zocken, rauszubringen. Da werde ich nochmal den finalen Kampf ankündigen, der findet nebenbei morgen statt, also am Sonntagabend. Da wird, da werden die drei großen restlichen verbleibenden Tribes sich gegenseitig zerficken. Mila, komm her! Deswegen Leute, also das heißt, Buris, Mokalonien und Enclave werden gegeneinander kämpfen. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Mila, komm her! Ab, ich glaube, 16 oder 18 Uhr ist es dann. Montag findet dann der Server-Vibe statt. Ich bin gespannt. Sonst, Alter, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ihr seht, bei uns das Wetter wird jetzt langsam dunkel. Es war die ganze Zeit übertrieben geiles Wetter. Jetzt wird es dunkel. Ich mache jetzt die Cam aus, weil da kommen jetzt andere Hunde. Die haben mir eben schon zugewinkt. Ich soll ja meinen Hund bitte an die Leine nehmen. Leute, meine Leine. Das sind meine Hände, Digga. Meine Stahlhelme. Hände. Helme. Das sind meine Stahl... Hände, weil ich gehe ohne Leine. Ich bin, kennt ihr so diese gemütlichen Menschen, die ohne Leine spazieren gehen? Ich bin so einer. Deswegen, Leute, haut rein. Mila, bleib stehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Da war das Peace. Wir sind raus. Wir sind raus. Grillt schön.